55 ganz einfach mit Zahlen zwischen 1 und 10 mal nehmen. Ich zeige euch einen Trick. 55 mal 6, was machen wir? Wir rechnen 5 mal 6 sind 30, das heißt, wir schreiben die 3 und die 0 vorne, die 3 hinten die 0 hin. Und jetzt rechnen wir noch die beiden Zahlen plus, also 3 plus 0 sind 3, schreiben wir es in die Mitte. Zweites Beispiel, 55 mal 7. Wir rechnen aus, 5 mal 7 sind 35, schreiben vorne die 3 hin, hinten die 5, rechnen 3 plus 5 sind 8, 385 ist das Ergebnis. Und jetzt kommt der Oberknüller, man kann das sogar noch ein bisschen weiterführen. 5555 mal 7, was rechnen wir? 5 mal 7 sind 35. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr Platz lassen, weil hier noch drei Zahlen stehen. Das heißt, wir müssen das Ganze noch dreimal durchführen, was wir jetzt machen. Und zwar wieder einfach 3 plus 5, das sind 8. Die müssen wir dreimal eintragen. Und dann haben wir 38.